Es geht ja nicht um die Frage, wer für oder gegen den Frieden ist. Jeder vernünftige Mensch ist gegen den Frieden. Herr Ministerpräsident, Ihr Kollege aus Malawi meint, Sie müssen ihn unbedingt besuchen kommen. Herr Ministerpräsident, gibt es irgendwelche Relationship-Verabredungen ökonomischer oder wirtschaftlicher Art zwischen Malawi und Bayern? Die Abreden muss der Bund treffen, wie immer, nach den Zuständigkeiten. Aber Bayern wird im Rahmen dieser Abkommen eine Aufgabe erfüllen. Welche muss mit dem Bund abgesprochen werden? Ich habe die Einladung des Herrn Präsidenten angenommen, er accepted, it is kein Invitation. And then my next tour to the southern part of Africa, yeah. I'm sure I shall see Malawi a few days. Very good. Also, Mr. President, herzlichen Dank. Good journey, Excellency. Thank you very much. Isn't that a serious disagreement? I think that he thinks what I say, and I say what he thinks. That's a very enigmatic answer, if I may say so. Is there, though, a difference? Of course, it is not so much enigmatic. Is there a difference or is there not a difference, at least in emphasis, between you? Of course, he wants a zero option, I want a zero option, but I think it is not achievable. Finally, I can't imagine that the Soviets will destroy 300 missile systems they have built up now for 7 years at an expenditure of 30 billion ruble. If the CDU-CSU win, do you expect to become vice chancellor and foreign minister? I was always against statements which divide or which distribute the skin of the bear before it is killed.